Ja, ist ein guter Platz. Was soll, ne, ich kann es auch Kilometer weit wegstellen. Das wäre auch in Ordnung. Gut. Place Items. So. 5 Tin, 5 Copper. So, 5 Tin. Dann schmeißen wir mal schnell den Copper in die Schmelze. Und dann konnte ich mir jetzt noch merken, die zwei Schlüssel. So, weiter hat mein Verstand nicht gereicht. Aber ich glaube, das geht jedem so. Wenn du zwei, drei Sachen dir merkst, vielleicht kannst du noch eine vierte mit dranhängen, aber ja. Na komm, du bist auch sonst immer so schnell. So, dann schauen wir nochmal drauf. So, die können wir platzieren, die können wir platzieren. Wir brauchen 10 Zement, 10 Räder und einen alten Motor. Okay. Räder haben wir locker. Einen von denen da. Da findet man eh anscheinend nicht so viel. Also passt es schon. Dann brauchen wir 10 Zement. Und die Steine habe ich natürlich hier nicht mehr drin. 5 Hammer. Ich würde trotzdem gerne nochmal einen inserten. So. Ihr kommt dann wieder da oben rauf. Dann kommt einer hier hin. Dann holen wir mal ganz kurz noch Steine. Ist ja eh ganz gut. Fürs Mining-Level. Hier. 4 Zement habe ich, glaube ich, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich die 10 herstelle. Da ist natürlich dann ein zweiter Schredder nicht schlecht, aber der kostet ja auch richtig Asche, ne? 9. Und die Nummer 10. Ach, schade. Ich hab gehofft, dass ich mal so einen Glitzerstein wieder mitbekomme. Gut. Du darfst was essen. Erstmal die da wegessen. Nämlich. Dann schmeißen wir mal die Stone, den Stone rein. Ich mache mal schnell die 10 Zement durch. So, damit hätten wir jetzt eigentlich die 10 Packen Zement auch. Wir haben sogar 12. Schauen wir mal. Ich bin echt ultra neugierig, ne? Building Materials, Place Items, das da, das da, das da und das da. Place. Okay, alles Nötige da. Morgen wird sie anfangen. Alles klar. Ha, schön. Und wie lange braucht es denn einen Tag, ne? Okay, 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 okay. So, schauen wir mal. Escape, ich glaube, jawohl, Grinding. Alles klar. Ich denke mal, da werden wir noch einiges grinden müssen. Schauen wir mal, ob wir noch zur Fletch kommen. Wegen einem Dingsbums hier, wegen der Lizenz. 2000 Punkte haben wir, ne? Aber so richtig bringen tut es uns nichts. Ah, Metall Detecting. Allows the holder to notice some buried items using. Wäre jetzt auf jeden Fall gut, ne? Das interessiert mich jetzt eigentlich noch nicht so. Vehicle. Wisst ihr was? Das da machen wir jetzt mal. Die 1000, die kriegen wir ruckzuck wieder zusammen. Wir machen jetzt das da. Allows the holder to purchase and pilot water vehicles. Okay, jetzt ist nur die Frage. Ah, new crafting receipt. Okay, wir können ein Boot bauen.
Ja, das ist ja cool. Wir können ein Boot bauen. Ein Boot, 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 Boot. Jetzt ist aber nur die Frage, ne? Wenn ich ein Boot bauen kann, soll mir das helfen, dann von hier wegzukommen? Also auf irgendeine andere Insel? Oder ist es halt hauptsächlich gedacht, dass ich dann hier auch mal mich umschauen kann? Ich meine, das Gebiet ist ja eigentlich relativ groß, ne? Oder dass ich dann eben die Wasserwege nehmen kann, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt halt hier ins Wasser gehe, dann kann ich zum Beispiel hier den Fluss lang fahren, weil ich dann wesentlich schneller hier hinten bin. Wäre möglich, ne? Dass ich noch Wasserstraßen mir quasi mache. Interessant. Da habe ich eigentlich schon lange mal drauf geschaut. Eigentlich bekomme ich ja die Quests, wenn ich die Zeit habe, von denen selber. So. Das Dingensen hier packe ich hier mit rein. Zack. Steine müssen wir eher mal richtig kräftig craften. Die Gießkanne lasse ich jetzt tatsächlich mal hier mit drin, weil das werde ich wahrscheinlich eher brauchen. Und gucken wir mal, was müssten wir noch machen? Wir mussten noch angeln, ne? Dann holen wir uns doch einfach mal die Angel. Dann muss ich halt jetzt mal in den sauren Apfel beißen und noch ein bisschen die Angel ins Wasser hauen. Ja. Es wächst zu langsam. Gießen muss ich es aber nicht. Dann tue ich mir das jetzt mal ganz kurz an mit dem Angeln. Ich bin gespannt, ob ich den einen oder anderen Fisch ranholen kann. Weil ihr wisst ja selbst, wie toll ich beim Angeln bin. Ich habe gesehen, dass da ein Fisch ist, oder? Und ich treffe halt noch nicht einmal die Richtung, ne, von dem Fisch. Und dann schwimmt er auch noch weg. Hallo? Jetzt ernsthaft, oder? So, komm. Wo ist mein... Ach, ich war jetzt halt gerade wieder bei dem Island-Spiel. I caught a blue spot flathead. Alles klar. Ich sehe halt nichts, ne? Das ist kontraproduktiv. Was liegt denn darum? Puh, okay. Puh. Ich schau mal, ob ich noch die zwei Fische fangen kann. Das wäre zumindest für diesen Erfolg jetzt noch ganz gut. Jawohl, gut. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Gab natürlich auch wieder Punkte. Und das andere ist dann nochmal auf Suche gehen nach Schätzen. Ne? Also ich meine, wir haben ja noch Ausdauer und wir haben ja auch erst 18 Uhr. Von daher können wir das auf jeden Fall machen. Hallöchen. Kann ich mit dir nicht ein bisschen anbandeln? I just got chills. Need anything? Okay. Also hast jetzt halt nichts mehr. Do you want to hang out? If I knew you a bit better. Okay. Alles klar. Aber sie ist schon ein bisschen verschüchtert, ne? Okay. Nice to see you. Alles klar. Ich hab schon verstanden. So. Dann packen wir mal die Angel weg und nehmen uns dafür den Sensor. Weil jeden Punkt, den wir hier irgendwie reinbekommen können, ist gut, ne? Und ich bin mal gespannt, wie das mit der Mine ist. Oh, bin ich da neugierig. Vor allem ist es dann wirklich so, dass ich da reingehe und es öffnet sich quasi eine neue Welt, oder? Okay, nach 10 Minuten jetzt endlich doch mal was. Und es ist ein Fass, wunderbar. Okay. Nochmal eins. Alles klar. Moment. Dann suchen wir mal weiter. Vielleicht habe ich ja Glück und habe direkt nochmal eins. Oh. Es hat tatsächlich nicht lang gedauert jetzt. Wunderbar. Den Erfolg haben wir.
Okay, eine Glasbolg und Kabel. Kabel sind auf jeden Fall gut, weil da gibt es eh schon so wenig. Lasst uns mal noch ein bisschen Steine farmen. Da geht es mir ein bisschen eher um den Skill. Und ab und zu ist ja doch mal was auch drin in den Steinen, ne? Und vielleicht habe ich ja Glück und finde auch welche von diesen zum Aufbrechen. Na, du musst schon treffen, die Steine. Harvesten kann man sie trotzdem, weil verkaufen tue ich sie ja dann. Schade, immer nur Stein. Und halt immer nur einer, ne? Aber gut. Einer sind auch 10 Münzen, wenn ich sie sonst nicht für irgendwas verwende. Also am besten gefällt mir jetzt immer noch der Gummibaum. Na komm, einen können wir noch. Dann kannst du dir hier so ein Dingensen reinpfeifen. Dann können wir auf jeden Fall zurücklaufen. Wir haben ja einen schönen Weg, der natürlich noch nicht ganz ausgebaut ist, aber es wird. Ah, da sind wir schon in der beleuchteten Gegend. Mit dem Boot bin ich echt gespannt. Aber ich denke mal, das Boot, wenn das jetzt so ein Paddelboot ist, dann wird mir das halt einfach nur dazu dienen, dass ich die Flüsse entlang fahre oder dann eben auf die Inselchen rüberfahre, ohne dass mich dann ein Hai cachen kann. Das wird wahrscheinlich alles sein. Steine tue ich jetzt tatsächlich mal hier rein. Die wollte ich zwar nicht hier rein tun eigentlich, aber trotzdem. Termiten verkaufen wir. Die Fische heben wir auf jeden Fall mal auf. Weil ich würde sagen, kann ich dich aufeinander stellen? Nein, also die Dinger kann man nicht aufeinander stellen. Das macht aber auch nichts. Karpfen. Da müssen wir uns halt ein Aquarium irgendwie mal hinbauen oder sowas, wo wir dann die ganzen Fische ausstellen. Wenn John hier irgendwie mal einen speziellen Wunsch hat oder so. Oh, hast du eigentlich einen Wunsch? I have a red cuffed pants. I don't want anymore. 1948. Kann ich's kaufen? Red cuffed pants. Naja, also ich sag mal so. Es ist ja zumindest etwas, wo ich ihm ja dann quasi einen Gefallen tun. Warte mal, stell dich mal so hin, dass man dich auch sieht. So, dann tun wir mal nämlich kurz die Hosen wechseln. Okay, das sind nochmal diese gepunkteten. Hm. Tja. Moment, geh wieder raus aus der Kamera. Schmeißen wir mal die Sachen raus, dann schmeißen wir noch die gelben Sachen raus. Halt, Termiten wollte ich verkaufen, ne? Da tun wir mal die zwei noch mit raus. Es reicht, wenn ich 10 solche Dinge aufhebe. Ich weiß zwar nicht, ob ich sie für irgendwas brauchen kann, aber pfeif drauf. So, die Kristalle, die lasse ich jetzt auch mal hier drin, weil wir haben in der anderen Kiste auch welche. Euch kann ich verkaufen, euch kann ich verkaufen. Red Cuffed Pants. Pink Polka Dot Pants. Jetzt haben wir schon nochmal 2 Hosen mehr. Kann nicht irgendwer mal was wollen, anstatt immer nur loszuwerden? Das wäre super, ne? Weil ich werde ja arm im Laufe der Zeit. So. Wir tun den Pieper wieder weg. Das bleibt da. Sprich, wir gehen am besten mal schlafen, ja. Ach nee, warte mal. Wir schauen mal nach, was das Boot kostet an Materialien. Gumwood, Palmwood, Tinbar und Nails. Das stellen wir dann am nächsten Tag her, würde ich sagen. Da können wir auch einmal dieses Rad oder sowas herstellen, dieses Weberrad. Und schauen wir mal, ob jetzt jemand kommt am nächsten Tag.
Wir haben Jahr 1, den 27. Freitag. Also im Herbst, ihr wisst schon. Ja, keine Dings earned, ich weiß schon, ich habe wieder nur ausgegeben. So, wer ist da? Niemand ist da, alles klar, dann stehen wir auf, frisch ans Werk. Ich bin ja schon froh, dass es nicht mehr so häufig regnet. Was heißt häufig? Es hat ja eigentlich nie häufig geregnet, ne? So. Vier Nägel waren es. Ich glaube, zwei Timber. Gumwood Plank. Ja, genau. 10 Gumwood und 10 Palmwood. Falsch. Einmal das Boot, bitte. So, und das da eben interessiert mich noch. Das Spinning Wheel. Warte mal, Cooking Table. Haben wir da irgendwas noch? Windmill. Brick Flower. Nee, eigentlich... Ich war jetzt halt irgendwie... Das da haben wir halt noch bekommen, ne? Aber ich möchte ungern diese Kabel ausgeben, solange ich nicht weiß, wegen anderen... Dingen hier, die Grain Mill. Müsste man auch mal machen, ne? Aber das Spinning Wheel wäre, glaube ich, ganz interessant. Ein Old Wheel. Oh, haben wir sowas schon gefunden? Schauen wir mal, ob wir sowas schon gefunden haben, weil wenn, dann muss es hier in der Kiste sein. Tatsächlich. Wir haben schon ein Old Wheel. Dann machen wir uns doch einmal noch so einen Dingsbums-Tisch hier. Ist auch interessant, was wir damit dann herstellen können. Craft. Weil vielleicht kann ich dann in Zukunft einfach nur noch herstellen. Warte mal, genau die tun wir hier daneben. Kann ich damit nichts herstellen? Muss ich das irgendwie frei zugänglich haben von alle Seiten, oder? Ich kann es nur nehmen? Nein, das da. Jetzt. Okay, ich habe keine Ahnung. Was will ich mit dem Ding? Kann ich dann hier irgendwas, wenn ich das daneben stehen habe, irgendwas machen? Nee. Sehr komisch. Das ist komisch. Da habe ich wieder irgendwas nicht bedacht wahrscheinlich. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir hier ein Boot. Und das würde ich gerne mal hier ins Wasser setzen. Um zu schauen, wie das denn mit dem Rudern ist. Drive. Okay. Ich muss quasi von der Seite gucken, dass ich richtig segeln kann. Da ist halt dann die Frage, ne? Bringt mir das jetzt was, wenn ich dann hier auf die hier außen hinfahre? Was ist mit dem Hai? Wird er mich angreifen? Ich vermute mal, wenn ich jetzt schon hier ein Boot machen kann, dass ich ja ohne Gefahr von den Haien hier rüberfahren kann, dann muss es doch dann irgendwas geben. Oder gibt es hier Schiffswracks? Fahren wir mal noch weiter. Das interessiert mich nämlich jetzt halt. Weil irgendwo hört ja die Map auch auf, ne? Wir fahren jetzt quasi ans Ende der Welt. Okay, keine Ahnung.
Das macht einem dann ein bisschen Angst. Hier hat man wieder Sound. Okay, Jellyfish ganz viele. Aber so wie es ausschaut. Also, wenn, dann müsste ich vielleicht mal zur Sona-Insel oder sowas fahren, ne? Mal schauen. Ich finde es immer faszinierend, wie man rückwärts fahren kann und gar nicht weiß, wohin man fährt. Also Ruderboot war noch nie meins. Ja, und ob das jetzt ja dann tatsächlich... Hallo? Ich will das einstecken. Okay. Also das Boot, ja. Ich glaube, das ist genauso nutzlos wie die Schubkarre. Also habe ich jetzt halt die starke Befürchtung. Warte mal, wir setzen das einfach hier ins Wasser. Da kann es bleiben. Es fährt ja nicht weg von alleine, also von daher lassen wir es einfach. Ja, nice to have, ne? Ist wieder so ein Ding. Man hat's halt. Man hat's halt, weil es alle haben, ne? So, die Fallen, da geht auch nichts rein. Das müsste ich mal woanders hinstellen. Wir klappen mal die Sachen zusammen. Ach so, das geht jetzt kaputt. Okay. Die kann man abpicken. Nein. Die kann man nehmen, aber diese Versandbox nicht. Das heißt, ich müsste die ja nochmal neu bauen, ne? Oh, schön. Schön, da muss ich ja glatt mal ein schönes Bildlein machen, weil ich komme nicht immer dazu. Schauen wir mal, wie ist denn das mit der... Es passiert mir aber auch immer wieder, ne, dass ich dann aus Versehen auf E drücke. Weil man nutzt halt so viel Zeug mit E, ne? Aber hier ist es immer mit Rechtsklick und ich verfalle halt manchmal in die alten Muster. So, ja, dachte ich mir. Ein Hardwood noch und einmal Nägel. Animal Collection Point. Drop trapped animals inside. Tja. Da müsste ich eigentlich nur mal... Es wäre, glaube ich, auch mal interessant. Wir gehen mal mit dieser Falle... mal hier nach oben. Da gibt es auch diese Vögel, die mich ständig angreifen. Dass wir die mal vielleicht in so eine Falle reinlocken. Ich glaube, das ist ganz interessant.